Lasst uns heute über Ceramide sprechen. Viel Spaß! Ceramide sind einfach gesagt besondere Fette, die unsere Hautbarriere aufbauen. Die Fette werden Zingolipide genannt. Sie sind Hauptbestandteil unserer Hornschicht, das ist die obere Schicht unserer Haut. Das Gemisch aus Wasser und Lipiden verbindet viele kleine abgestorbene Hautzellen, so entsteht eine gesunde Hautbarriere. Mit 60% stellen Ceramide den Hauptanteil unserer Fette in der Hornschicht. Die oberste Schicht der Epidermis enthält mindestens 9 verschiedene Ceramidarten. In Kosmetik befindet sich hauptsächlich das Ceramid 3, auch Ceramid NP genannt. Um eine gesunde Hautbarriere zu erhalten, sind die untersten Schichten der Epidermis ständig am Produzieren neuer Ceramide. Da unsere Haut eine Biomembran ist, setzt sie sich aus 2 Membranlipiden zusammen, nämlich Phospholipide und Zingolipide. Diese Membranlipide sind dafür verantwortlich, dass unser Körper Ceramide herstellen kann. Eine gute Hautcreme enthält immer Ceramide. Die beste Hautcreme regt immer die Synthese der Ceramide an. Wer Ceramide in seiner Kosmetik verwendet, verleiht seiner Haut somit Schutz und Feuchtigkeit. Jede Haut profitiert von Ceramiden in der Hautpflege. Je gestresster oder trockener deine Haut ist, desto mehr Wirkung wirst du erfahren. Auch bei Hautkrankheiten wie Schuppenflechte oder Neurodermitis können Ceramide eingesetzt werden. Auch in Shampoos machen Ceramide Sinn, da sie sich gut mit dem Keratin in deinen Haaren verbindet und das Haar gesünder wirken lassen. Ceramide gehören zu den kostbarsten Rohstoffen, die in der Kosmetik verarbeitet werden. Neben Ceramid 3 spielt auch Ceramid 1 eine große Rolle in der Hautbarriere. Ceramid 1 kann vom Körper selbst hergestellt werden, dazu benötigt er allerdings Linolsäure, die vom Körper nicht selbst hergestellt werden kann. Ceramide sind leider anfällig für eine Lipidperoxidation, die durch freie Radikale verursacht werden. Vitamin C, Retinol oder auch Vitamin E schaffen es, die Lipidperoxidation zu verhindern. Antioxidantien kommen aber auch in der Natur vor, wie beispielsweise in Astaxanthin. Ich habe bis jetzt erst wenig Erfahrung mit Ceramiden gemacht, bis jetzt erst ein Produkt, und zwar ist das Face Theory Gesichtswasser. Ich verlinke es dir gerne unter dem i und bin natürlich auch gespannt und teste dann natürlich auch weitere Produkte. Meine Informationen stammen heute wieder von Bayer und Söhne. Die kann ich euch wirklich empfehlen, wenn es darum geht, sich mal ein bisschen näher mit diversen Themen zu beschäftigen, weil sie erläutern das einfach sehr verständlich und sehr kompakt. Ich werde euch mal die Quelle unten in die Infobox reinpacken und sage jetzt schon mal Danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.